Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich in der Press-On-Technik die Short Extreme Ballerina Tipps anbringe. Ich habe mir hierzu, weil ich ja schon mehrere Videos dazu gemacht habe zur Press-On-Technik, habe ich mir diesmal etwas anderes überlegt, beziehungsweise nochmal eine leicht andere Methode, die Tipps eben mit Acrylic Gel zu befestigen. Und ja, das möchte ich euch in diesem Video einmal zeigen und wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr dann auch das Glöckchen zusätzlich aktiviert, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne könnt ihr mir natürlich auch auf Instagram folgen, denn da erfahrt ihr alle News, wie zum Beispiel diese Woche noch den Shopping Week Sonderverkauf. Minus 20% Rabatt gibt es jetzt nämlich im Shop und den Code blende ich euch hier und während des Videos auch noch einmal ein und wünsche euch an dieser Stelle schon einmal ganz viel Spaß beim Shoppen. Also ihr Süßen, viel Spaß beim Video! Wie immer habe ich den Naturnagel entsprechend vorgefertigt bzw. vorbereitet. Ganz wichtig ist, dass ihr euer freies Nagelende so kurz wie möglich haltet, damit das nicht im Weg ist bei der Press-On-Technik. Hier trage ich einmal den Sticky Ultra Bond Primer auf dem gesamten Naturnagel auf. Ich habe jetzt hier leider ein Haar drauf gehabt, das habe ich runtergewischt. Und zusätzlich arbeite ich noch mit dem Fiber Bond. Alternativ könnt ihr natürlich auch das UV Gelish Bond verwenden oder einfach ein anderes Haftgel, welches ihr zu Hause habt. Gründlich in den Naturnagel einmassiert und ausgehärtet sind wir dann so weit, dass wir den Short Extreme Ballerina Tipp vorbereiten können. Und zwar habe ich den, also die gesamte Fläche, die auf dem Nagel sitzen wird, habe ich anmattiert und dann verwende ich hier gleich einmal das Acrylic Gel. Und zwar habe ich mich für das Glam Nude entschieden. Das ist so ein Make-up-Ton mit etwas Schimmer drin. Das finde ich persönlich richtig toll und ich kombiniere das auch noch mit einem French Design. Und ja, mit dem Acrylic Gel lässt sich das Ganze super einfach verarbeiten. Und diesmal arbeite ich Reverse, wenn man so will. Also ich tue das Acrylic Gel erst auf den Naturnagel, denn wie ihr sehen könnt, haben die Short Extreme Ballerina Tipps einen sehr ausgeprägten Apex. Also der höchste Punkt ist sehr ausgeprägt, das heißt, wir brauchen relativ viel Material und deshalb habe ich mir gedacht, ist es wahrscheinlich besser, in dieser Art und Weise zu arbeiten. Ich habe meinen Pinsel, den Modellagepinsel Antique Pearl, einmal mit Cleaner, also 99,9%igem Isopropanol angefeuchtet. Den Link findet ihr dazu in der Infobox, wie alle anderen Produkte natürlich auch. Und dann arbeite ich mir jetzt erstmal so eine Art kleinen Aufbau damit. Also ich verteile das Produkt großzügig über dem Nagel. Zu den Rändern hin arbeite ich so flach wie möglich, also da etwas weniger Produkt verwenden. Ich habe nachher, wie gesagt, das habe ich auch zum ersten Mal erst ausprobiert, diese Technik habe ich festgestellt, dass es ein bisschen zu viel Material ist. Und was auch noch die Schwierigkeit ist bei meinem Daumennagel, der ist leicht schief, wodurch der Extreme Ballerina Tipp gleich immer wieder in diese schiefe Richtung rutscht und ich immer wieder neu justieren muss. Hier habt ihr jetzt gerade gesehen, ich habe den Tipp von hinten, also vom Nagelwall, kippe ich den Tipp nach vorne und ihr seht, das Material verbindet sich zusammen, sodass keine Luftbläschen drunter sind und wir haben einen wunderbar perfekt sitzenden Tipp. Den Überschuss, der an der Seite rausquillt, den wische ich hier einmal raus und ich habe auch das Problem, die größere Größe des Tipps wäre viel zu groß gewesen und der kleinere, da habe ich so einen leichten Rand, das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber ich habe das jetzt in Kauf genommen. Ihr macht das einfach so, dass der Tipp wirklich passig ist, also links und rechts auch abschließt. So, ich justiere jetzt hier nochmal. Wie gesagt, mein Daumennagel ist schief und dadurch bewegt sich der Tipp immer wieder in diese schiefe Richtung. Mich persönlich stört es nicht, aber ich habe so gut wie es geht justiert
Und eine leichte Schräge hat er halt immer noch drin behalten. Aber ich wollte auch nicht, dass das Material irgendwo Luft zieht, wie jetzt hier an der Seite. Und deshalb habe ich immer wieder so ein bisschen nachjustiert. Wenn ihr jetzt nicht so ein Problem habt, schiefe Nägel zu haben, müsst ihr auch nicht so lange nachjustieren und rumbasteln. Aber das ist ja immer, wenn man etwas zuerst ausprobiert, muss man sich ein bisschen einfuchsen. Aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben hier ein wunderbar abgedecktes Nagelbett und schaut euch diesen Aufbau an. Ihr müsst keinen Aufbau mehr arbeiten, auf keinen Fall, weil der Apex eben so schön ausgearbeitet ist, dass das völlig überflüssig wäre. Und wir haben auch einen wunderbaren Tunnel. Hier das überschüssige Material, was unten rausgequollen ist, das fräse ich natürlich wie immer raus. Und ja, ansonsten haben wir einen wunderbaren Ballerina-Tipp, wie man sehen kann, den man nicht mal mehr aufbauen muss, wenn man eben in dieser Technik arbeitet. Natürlich könntet ihr die Tipps auch von hinten kürzen und euch eine Klebefläche schaffen. Ich werde jetzt hier einmal den Rand noch einmal so ein bisschen befeilen, weil wir da noch so ein bisschen was haben, was ja absteht. Und deshalb befeile ich hier noch einmal die Ränder. Das kann ich euch auch empfehlen. Und wie ihr hier gerade einmal eingeblendet seht, vergesst nicht die Shopping-Woche mit dem 20% Rabattgutscheincode GLEM2019, den einfach im Warenkorb eingeben und dann könnt ihr 20% Rabatt auf alles sparen. Ja, viel Spaß beim Shoppen an dieser Stelle und weiter geht's. Ich mattiere den Tipp auch gleichzeitig etwas an. Hier am Rand muss ich ein wenig mehr feilen, weil ich erwähnte ja schon, da fehlt mir so ein kleines Stück und deshalb gleiche ich das so ein bisschen an, da ich nachher in die Mandelform feile, stört mich das persönlich nicht so. Und ich hatte bisher auch keine Haftungsschwierigkeiten oder dass der Tipp irgendwie eingerissen ist. Allerdings, wenn ihr an euch selbst arbeitet oder an einer Kundin gar, dann achtet bitte darauf, dass wirklich alles schön abschließt und alles ordentlich ist. Und hier auch noch einmal der Test. Also es sitzt wirklich bombenfest, da löst sich nichts. Und ich habe den Nagel jetzt auch schon eine Weile drauf. Es ist wirklich super gut von der Haltbarkeit. Ich kann diese Press-on-Technik nur immer wieder empfehlen. Es ist viel einfacher als Tipps zu kleben, ist halt meine Meinung. Und ja, probiert es auf jeden Fall mal aus, wenn ihr es noch nicht versucht habt. Ja, oder wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die natürlich wie immer gerne in die Kommis schreiben. Vorab, ich verwende dafür ausschließlich das Acrylic-Gel. Mit Acrylic-Cream habe ich es auch schon probiert, aber ja, das ist einfach, das Acrylic-Gel ist mein Liebling bei dieser Technik. Hier noch einmal fertig befeilt. Seitlich gesehen, wie schon dutzende Male erwähnt, ihr braucht keinen Aufbau mehr machen. Ich werde jetzt hier einmal in die Mandelform feilen und mir noch ein French Design auftragen. Wie ich die Mandel gefeilt habe, das habe ich euch am Ende des Videos verlinkt. Also schaut euch das Video dazu gerne einmal an. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Wie ich das French gemacht habe, zeige ich euch auch in dem eben angesprochenen Video. Und was meint ihr? Ich finde, es sieht wirklich sehr schön aus. Wir haben auch noch einen Tunnel und hier auch noch mal seitlich, also ein weiterer Aufbau ist nicht nötig. Auch wenn ihr jetzt nicht in diese Kürze feilt, es sitzt trotzdem perfekt. Meine Süßen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir gerne mal in die Kommis schreiben, wie ihr eure Press-on-Nails am liebsten befestigt. Also ob jetzt in dieser Variante oder von vorne gekippt oder wie auch immer und mit welchen Produkten ihr da gerne arbeitet und ob ihr diese Variante oder diese Methode überhaupt so toll findet. Ich persönlich liebe es. Ich mache es nur noch und verwende schon gar keinen Tippkleber mehr. Ja, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren und nicht vergessen, schaut euch auch gerne mein letztes Video an, wie ich die Mandel gefeilt habe aus den Short Extreme Ballerina Tipps. Ist bestimmt auch für den einen oder anderen interessant. So, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, ihr Schnuckis. Ciao!